Servus Leute, es gibt einen neuen Zylinder von MZA und zwar den LT60 von Emil Migo. Warum LT60 von Emil Migo? Weil es gibt ja auch noch den LT60 Reso. Beide sind nach wie vor verfügbar, aber ihr wisst, MZA legt großen Wert auf Verarbeitung und Qualität. Der ist jetzt noch besser. Ein weiterer Vorteil ist, bessere Verfügbarkeit und wenn ihr den draufbaut, hat euer Moped ca. 7 PS. Ohne irgendwas zu verändern. Das heißt, der 16N1er Vergaser und der MZA-Auspuff können bleiben. Ich möchte jetzt wissen, was das Ding geht. Ich werde es probieren, unabhängig von irgendwelchen Messergebnissen aus dem Labor. Da ist der MPC-beschichtete 50er Zylinder von Emil Migo verbaut, dass wir mal einen direkten Vergleich haben. Legal versus nicht so ganz legal. Der Zylinder hat sich im Ötztal mehr wie bewährt. Draufgebaut und gleich mal Vollgas, bergauf, bergunter. Dasselbe mache ich bei dem auch. Ja, man sollte einen Zylinder mit dem Kolben einfahren. Ich spare mir das jetzt. Trotz der mega geilen Einfahrbeschichtung, der wo jetzt auf dem Kolben drauf ist, beim LT60, fahrt ihn trotzdem ein. Ihr habt ein besseres Ergebnis zum Schluss. Alles GPS gemessen, per App. Die Ergebnisse blenden wir euch dann unten ein und jetzt soll ich sagen, auf die Piste. Bis gleich.